Herzlich willkommen zu diesem Webinar, so geschätzt Nummer 90 in der Serie Europe Calling. Die Webinare, die Bürgerinnen und Bürger in Kontakt mit interessanten Leuten, die sich mit europäischer Politik direkt oder indirekt beschäftigen, zusammenbringen. Diesmal mit unserer Stargästin Carole Dieschbourg, Luxemburger Umweltministerin, auch Grüne und verhandelt die neuen EU-Batterierichtlinie-Verordnungen im Rat der Mitgliedsländer. Und dabei ebenso die Chefin der EU-Batterieforschung, so sage ich das mal, nämlich des EU-Battery 2030 Plus-Projekts, Professorin Edström von der Universität Uppsala. Und wir haben auch dabei einen der Wirtschaftsakteure in dem Bereich, Umicore, die auch schon an Batterierecycling im Bereich Lithium-Ionen-Batterien arbeiten und von Transport and Environment, die NGO, die führend ist in dem Bereich, Julia Poliskanova. Ich hoffe, ich habe das mehr oder weniger richtig ausgesprochen. Dieses Webinar interessiert wirklich viele Menschen. Wir hatten über 2500 Anmeldungen zu diesem Webinar. Gut, gerade in Deutschland halten sich ja sehr viele immer für zweierlei. Zum einen für Fußballtrainer oder eben für Experten in Automobilantriebstechnik. Wenig Debatten sind so groß im Klimaschutz wie die, wie das denn nun mit dem Verbrennungsmotor und Batterien und Wasserstoff und so weiter ist. Und deshalb dieses Thema Batterien, das treibt wirklich viele Menschen um in Deutschland. Und das sieht man auch hier. Und das hat natürlich Gründe. Zum einen die Vorstellung, dass Autos in Zukunft unsere Städte nicht mehr mit schlechter Luft verschmutzen, ist natürlich eine großartige Vorstellung. Und dass wir irgendwann Autos haben, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden, ist auch eine großartige Vorstellung. Und deshalb sind Batterien eine der möglichen Schlüsseltechniken, um eben den Bereich der Mobilität auf Klimaschutz umzustellen. Aber leider wissen wir auch, dass leider bis heute eben das eine sehr zum Teil auch schmutzige Angelegenheit ist. Die Rohstoffe für die bisherigen Batterien werden häufig nicht recycelt. Sie kommen oft aus nicht nachhaltigen Quellen. Das gilt leider auch für das Lithium. Das gilt für das Kobalt in den Lithium-Ionen-Batterien. Deshalb ist die Frage so groß, kann man das nicht vielleicht im Kreislauf führen? Ist das nicht das Ziel? So dass wir diese Quelle der Umweltverschmutzung verbessern können. Gleichzeitig sollten wir auch nicht naiv sein. Wir haben es auch, mich erstaunt immer, dass Menschenrechte und Umweltzerstörung bei Rohstoffen für den Verbrennungsmotor überhaupt keine Rolle spielen. Da sind ja nun auch jede Menge seltene Erden mitverarbeitet oder Kupfer und andere problematische Substanzen. Darüber gibt es komischerweise keine große Diskussion, bei den Elektroautos aber schon. Insofern, man darf auch nicht naiv sein. Trotzdem ist das eine wichtige Frage. Die Rohstoffintensität der Batterietechnik ist eben inhärent und deshalb freue ich mich so, dass die EU-Kommission sich entschieden hat, als Teil des Green Deals eine neue Verordnung vorzulegen, die eben Recycling zum Standard machen soll, die die Effizienz der Batterien verbessern soll, die dafür sorgen soll, dass besondere Verantwortung für die Hersteller von Batterien gilt, gerade auch mit Blick auf den ökologischen Rucksack und auf die Menschenrechte. Und all das wollen wir heute diskutieren. Und da freue ich mich jetzt auf die weitere Debatte. Ich selber bin der grüne Schattenberichterstatter im Europaparlament im federführenden Umweltausschuss und werde daher eben auch an dieser Verordnung mitarbeiten und freue mich da schon mit Carol zusammenzuarbeiten. Jetzt noch eine letzte Bitte an alle. Damit möglichst viele von diesem Webinar mitbekommen, werden wir es aufzeichnen. Das heißt, wenn ihr oder sie sich zu Wort melden, wird das eben auch aufgezeichnet. Zum Zweiten freuen wir uns gerade auf schriftliche Fragen. Und das bedeutet, gerne unter F&A Fragen eingeben. Und dann auch gerne die Fragen und Anmerkungen der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewerten. Wenn ihr einen Daumen hoch gebt, rückt die Frage nach oben und wir werden versuchen, gerade die beliebtesten Fragen hier auch so zu stellen, sodass die Diskussion auch möglichst interessant wird. Und zum anderen habe ich noch eine Bitte. Wir sind zwar schon viele, aber es sollten noch viel mehr werden. Das Thema ist wirklich wichtig, wirtschaftlich genauso wie ökologisch und sozial. Daher verbreitet gerne weiter,
dass dieses Webinar hier stattfindet, zum Beispiel indem ihr in den sozialen Medien postet oder indem ihr meinen Tweet, den ich gerade hier verbreitet habe, weiterleitet, retweetet, gerne selbst postet. Und wenn ihr Spannendes hört, spannende Fakten hier hört, bitte nehmt sie gerne und postet sie in den sozialen Medien. So erfahren noch mehr Leute über das Wichtige, was hier gesagt wird. So, jetzt soweit und jetzt das Wort an Carol Dieschburg für ihren Input zu dieser wichtigen Diskussion. Bitte, Carol. Vielen lieben Dank, lieber Sven. Und es ist mir eine außerordentliche Freude, heute Abend bei euch sein zu dürfen. Und vielen lieben Dank an dich und deine Mannschaft, um uns hier zusammen geholt zu haben und dieses wichtige Thema anzusprechen. Weil in der Tat ist eben gerade jetzt, wo der Vorschlag da liegt, jetzt, wo wir debattieren, wie die künftige Verordnung aussehen wird, ein sehr, sehr guter Zeitpunkt. Und warum sage ich so oft jetzt? Weil wenn wir in Europa unsere Klimaziele erreichen wollen und unter den 1,5 Grad Klimaerwärmung bleiben möchten, dann müssen wir jetzt schnell innerhalb der nächsten 10 Jahre den Technologietransfer machen. Wir müssen in den ausschlaggebenden Bereichen Transport, Energie konsumieren, müssen wir in allen Bereichen liefern und zwar schnell, sofort und es muss substanziell sein. Und das ist für mich das Wichtige an der neuen Verordnung, dass man eben sagt, wir nehmen einen ganzheitlichen Ansatz. Es ist ja nicht so, dass wir in Europa nicht schon Politiken hätten im Bereich der Batterien. Es gibt 2006 eine Direktive, die wird ja nun auch erweitert und hinübergeführt in eine neue Verordnung, die eben gerade diesen ganzheitlichen Ansatz mit betrachtet. Vom Rohmaterial, was verwendet wird, und da dürfen wir als Politik nicht blind sein. Natürlich, wenn wir es in Kontext setzen, dann ist es vielleicht unfair oder erscheint es unfair, dass bei einigen Technologien, die neuer sind, die Diskussion hochkommt, welche Umweltaspekte, Menschenrechtsverletzungen es gibt. Aber wir dürfen als Politik in diesem Punkt nicht blind sein. Und deswegen ist gerade der neue Vorschlag, wo eben gerade die ganze Lieferkette von Anfang an mit dem Rohmaterial betrachtet werden muss, ist ein sehr wichtiges Element, um eben Umweltimpakte, und die entstehen eben in anderen Teilen dieser Welt, wo diese Rohstoffe herkommen, um das eben mit von Anfang an zu berücksichtigen. Deswegen ist auch Design und von Anfang an richtig planen und eben auch die Transparenz im Prozess der Herstellung der Batterie, wo es ja auch um Energie geht, wo es auch eben ein Footprint gibt, diesen Fußabdruck ordentlich darstellen zu können und den Konsumenten, den Leuten draußen, und das gilt übrigens, und ich meine, die Diskussion ist ja so, wir diskutieren das bei Elektromobilität, wir stellen aber nicht in Frage, dass wir alle Computer, also wir haben ja unterschiedliche Batterietypen und von daher ist auch wichtig, dass wir alle über alle Batterietypen und insgesamt Rohmaterialien reden, über den Fußabdruck des Produktes nachher, dass der eben das Prinzip der Kreislaufwirtschaft als alleroberstes Prinzip hat, dass wir minimale Recyclingquoten und verwendetes Material eben weiter verwenden. Und von daher ist es sehr wichtig, dass wir eben diesen ganzen Prozess, auch das zweite Leben, das Weiterverwenden von Batterien, betrachten, neben den Gesundheitsaspekten, die wir heute ja schon auch in der Chemikalien Gesetzgebung auch mit betrachten. Von daher ist eben gerade die Transparenz, die Information über diese Batterien ein elementar wichtiger Faktor. Deswegen es aber auch wichtig ist, ist in meinen Augen, damit Europa weiter kompetitiv bleiben. Deswegen ist die heutige Sitzung auch so wichtig und so schön, wo man eben Akteure aus allen Bereichen hat. Als ich vor einigen Jahren in Finnland war und wir über Kreislaufwirtschaft und Batterien die Freude hatten, mit Forschung zu reden, war eines der Haupttenöre, was wir gehört haben, war einfach, Europa muss wieder Land gewinnen, muss wieder aufholen. Wir müssen die Recherche vorantreiben, weil die Nachfrage nach Batterien wird steigen. Wir brauchen eine Elektrifizierung zum Beispiel unserer Fahrzeugflotte. Und in Luxemburg haben wir da ein sehr übergreifendes Vorgehen. Wir haben Ende März zum Beispiel in Luxemburg Strom bewegt Initiative vorgestellt, wo es eben darum geht, dass wir,
Wir brauchen bessere Batterien, Thema des Abends, aber auf der anderen Seite brauchen wir auch alle nachfolgenden Infrastrukturen. Der Strom, mit dem die Autos bewegt werden wird, muss auch grün sein. Und da müssen alle Akteure, und in Luxemburg machen wir das so, Energie, Transport und Umwelt ordentlich zusammenarbeiten. Dass damit dieser gesamtheitliche Ansatz eben nicht bei den Batterien stehen bleibt, sondern damit das Vertrauen der Bürger und auch die nötigen Infrastrukturen eben da sind. Und von daher ist dieser Vorschlag, den wir jetzt diskutieren in den nächsten Monaten, wo glaube ich, und ich hoffe, dass Transport and Environment darüber reden wird, wo wir darauf Acht geben müssen, dass wir sehr genau als Umweltminister gucken, was muss denn da rein? Wie hoch müssen denn die Ziele sein? Und da brauchen wir wiederum die Forschung, auf die müssen wir da hören, wenn wir sagen, die Prozentsätze sind höher, wo wir recyceln können. Wenn wir sagen können, da haben wir Möglichkeiten, die bisher nicht in Betracht gezogen wurden, dann gehört es eben auch zu Innovation und Innovationsschüben, gute Verordnungen oder Direktiven zu haben. Das übrigens ist ein Komplex, worüber vielleicht weniger bisher geredet worden. Zusammen mit der Österreicher Kollegin haben wir auch die Frage gestellt, Luxemburg und Österreich, soll es eher eine Verordnung werden auf europäischer Ebene oder soll es eher eine Richtlinie werden, so wie es bisher im Bereich der Batterien der Fall war? Eine sehr interessante Frage, die sich eben auch stellt. Vor allem aber wichtig ist, dass dort die Umweltminister und die zuständigen anderen Ministerien zusammenarbeiten und dass das Resultat nachher eines ist, was eben dem Bürger das bestmögliche Resultat und die bestmögliche Sicherheit bietet. Das ist, dass die Batterienverordnung eben Teil dieser Circular Economy Action Plans ist, der neuen Industriestrategie und des Green Deals. Nur dann, wenn wir das garantieren können, können wir auch das Vertrauen bei den Leuten wecken, dass der Umstieg in diese Technologie, in die Elektromobilität, die übrigens, und das möchte ich jetzt zum Schluss nochmal sagen, ist nicht das Einzige, dass die Infrastrukturen da sind und die Elektromobilität vorangetrieben wird. Luxemburg ist da neben den Niederlanden Platz 2, was die Infrastrukturen angeht. Wir sind auch sehr schnell bei der Elektrifizierung unserer Busflotte. Da muss die Politik natürlich auch Gas geben. Aber bei Mobilität ist eine bessere Mobilität mit einem Switch hin zum öffentlichen Transport. Luxemburg hat seit 2020 gratis öffentlichen Transport im ganzen Land und zur sanften Mobilität, wo wir übrigens ja auch heute verstärkt auf E-Mobilität mitsetzen. Ich denke da an elektrobetriebene Fahrräder zum Beispiel, also E-Bikes. Und von daher muss das eine Kombination aus ganz unterschiedlichen Gesetzestexten werden, auch Sektorziele im Transport. Von daher Batterie, ein wichtiger Baustein, aber längst nicht der einzige auf europäischer Ebene. Und damit danke ich fürs Zuhören. Danke, Carol. Wenn alle im Rat bei allen Themen im Umwelt- und Klimabereich so entschlossen wären, wären wir schon einen Schritt weiter. So viel darf ich auch sagen. Aber jetzt sind wir gespannt auf Professorin Christina Edström. Sie leitet das Batterie 2030 Plus Forschungsprojekt und wir sind gespannt, welches Potenzial bietet die Batterietechnik. Frau Professorin, Sie haben das Wort. And she will be speaking. Thank you so much. It was really a pleasure to listen to the minister. Vielen Dank. Ja, es war ein Vergnügen, der Umweltministerin zuzuhören mit so viel Engagement. Das weiß ich natürlich sehr zu schätzen und ich hoffe, dass ich eine Forschungsperspektive dazu bieten kann. Ich glaube gar nicht, dass die Forschung übrigens so schwach ist in Europa. Wir haben gute Forscher und Wissenschaftler, die einen Beitrag leisten können. Und wir haben die Chance, die Industrie da wirklich vorwärts ranzubringen. Und 2030 Plus, wo ursprünglich gegründet als Leuchtturminitiative, aber
Dann gab es das nicht mehr unter Horizont Europa und dann haben wir es in ein größeres Projekt umgewandelt. Ich bin Direktorin, Professorin an der Universität Uppsala und ich habe schon 1980 angefangen mit dem Thema zu arbeiten. Das heißt, ich habe das gesamte Lithium-Ionen-Batterie-Geschichte mitgemacht schon. Ich meine, das ist ja die wichtigste, das ist Technologie momentan und schon auch wichtig für die Zukunft. Ich möchte jetzt über die Chemie ein bisschen sprechen und auch einige Punkte anreißen, die die Ministerin durchaus schon angesprochen hat. Lithium-Ionen-Batterie hatte vieles geändert, hatte einen Nobelpreis 2019 gewonnen und das war eine Erfindung aus Europa, das darf man nicht vergessen. Das war ein Engländer, der zwar in die USA gegangen ist, aber gut. Aber typisch für die Lithium-Ionen-Batterie und was wichtig ist hier zu sagen, ist, dass es wie so eine Art Schachtel ist, die man irgendwo einbaut in ein Auto zum Beispiel. Man kann diese Schachtel auch öffnen und schauen, was drin ist. Dann kommt man zu den interessanten Teilen, denn dann sieht man, dass es nicht eine Batterie ist, sondern eine Familie an Möglichkeiten. Man kann mit den positiven Elektronen, den negativen Elektronen spielen und man hat das Wechselspiel zwischen den positiven und negativen Elektronen. Und für die positive Elektrode muss man Kobalt haben. Und Kobalt ist ein kritisches Element, um das es ja auch geht aus ethischer Sicht, wie das abgebaut wird im Kongo zum Beispiel. Und Kobalt hat eine stabilisierende atomische Struktur und deswegen ist es gebraucht. Das hat eine Funktion, die durchaus auch Recycling einen Wert beiträgt. Und das negative Element ist heute ein Kohlenstoffmaterial. Nur 4 oder 5% vom Lithium macht das aus. Dann könnte man natürlich immer fragen, gibt es genug Lithium? Und ich würde sagen, ja. Aber es ist sehr ungleich verteilt weltweit. Das ist also eine geopolitische Frage an sich, nicht unbedingt eine Frage der Volumina weltweit. Und diese Batterie ist jetzt so stark und auch so günstig, kostengünstig, denn die Kosten sind jetzt stark gesunken für diese Art von Batterien, sehr stark, in weniger als 10 Jahren. Das ist auch einer der Gründe, warum das jetzt sehr wettbewerbsfähig ist und warum man davon ausgeht, dass das auch für den Elektromobilitätsmarkt wichtig sein wird. Und man benutzt diese Art von Batterie jetzt auch für großflächige Speicheranlagen, zum Beispiel für Solarenergie, für die weitere Erzeugung von erneuerbaren Energien. Das ist also eine sehr, sehr hilfreiche, sinnvolle Technologie. Das ist ein Bild der Europäischen Kommission der Erwartungen. Also 2018 hat man gesagt, 4 Millionen Autos auf der Straße, E-Autos und dann immer mehr. Und dadurch sollten auch mehr Arbeitsplätze geschaffen werden. Das ist natürlich sehr wichtig. Deswegen sehen wir die ganzen Anreize mit den Werken für Elektroautos in Europa. Wird sich das auf die Nachhaltigkeit auswirken, ist die nächste Frage. Dann sieht man dieses Bild. Und als Wissenschaftlerin muss ich natürlich auch die gesamte Wertstoffkette betrachten oder den Wertstoffkreis, wie wir ihn jetzt nennen sollten. Das muss insgesamt berücksichtigt werden. Also Batterie 2030 plus, da geht es wirklich um den gesamten Kreis. Also Batteriematerialien, Zellenherstellung. Denn das ist der Teil, den wir in Europa fördern wollen. Denn das ist das, was uns fehlt, um Asien zu überholen. Und das heißt, wir brauchen neue Werkstoffe. Und zwar schnell, das muss beschleunigt werden und das ist auch Thema unseres Forschungsprojekts. Und dann die Zellenhersteller. Wie können große Mengen an Batteriezellen hergestellt werden, ohne gefährliche Abfallmaterialien zu haben und ohne zu viel Energie zu verschwenden oder CO2 zu emittieren, ohne gefährliche Reaktionen hervorzurufen? Das ist für Wissenschaftler sehr wichtig. Und
Und das Schöne an der Batterieforschung ist, dass alles so eng miteinander zusammenhängt. Die angewandte Wissenschaft und die Grundlagenforschung liegen da sehr eng zusammen. Und dann von den Ausgangsstoffen zur Zelle verliert man immer ein bisschen Kapazität, weil man zusätzliche Materialien hinzufügt, zum Beispiel Behälter, Stromsammler etc., was man alles braucht, damit die Batterie funktioniert. Und die Frage ist, wenn man diese anderen Stoffe verringern kann, den Anteil davon, dann kann man natürlich den Energiegehalt steigern. Und das ist eine Herausforderung für die Batteriepacks und Systeme. Und Ingenieure in der Kfz-Industrie können Batteriepacks herstellen. Wenn man die dann in eine Schachtel packt, dann sind sie viel intelligenter und das Auto kann dann auch weiterfahren, dann damit größere Distanzen zurücklegen. Das heißt, über die ganze Wertstoffkette hier braucht man Forschung, Grundlagenforschung und angewandte Forschung. Und die großen Werke machen das Folgende. Wir haben viele davon in Skandinavien, in Schweden und in zwei werden auch in Norwegen jetzt gebaut, weil wir Wasserkraft haben. Wie das dann hergestellt wird, ist natürlich wichtig, auch für die Nachhaltigkeit. Also wie die Energie erzeugt wird für diese Werke, ist natürlich besonders wichtig für die Nachhaltigkeit am Ende. Der Umweltfußabdruck kann bei jedem Schritt verringert werden und dann haben wir einen großen Fortschritt. Und Recycling ist natürlich auch ein Bestandteil der vorgeschlagenen Batterierichtlinie oder Verordnung. Das ist besonders für Altbatterien wichtig. Und einige der recycelten Stoffe sollten dann ja wieder einfließen in diesen Kreislauf. Und das wird natürlich auch einen Beitrag leisten zur Nachhaltigkeit. Und dann kann man sich immer fragen, was wird die Batterie der Zukunft sein? Woraus wird sie bestehen? Wir haben immer noch die Bleisäurebatterien heute und wir haben auch Natrium-, Sulfur- und Lithium-Batterien. Aber morgen wird es in der Zukunft wird es die nächste Generation der Lithium-Ionen-Batterien zu geben. Vielleicht auch Natrium-Batterien, denn Natrium gibt es ja überall. Da einfach zugänglich ist, man könnte sich andere Arten von Batterien vorstellen für Großspeicher. Und es gibt auch neue Batteriechemie jetzt. Manches ist schon weiter fortgeschritten in der Forschung, manches muss noch weiter erforscht werden, aber die Batterielandschaft, denke ich, wird sich weiter fragmentieren. Es wird unterschiedliche Arten von Batterien geben für unterschiedliche Anwendungen und Zwecke. Das heißt, unsere europäischen Batterien, wenn wir die intelligent herstellen wollen, müssen wir auch wissen, wofür sie verwendet werden sollen. Das hat mit den Rohstoffen zu tun, aber auch mit der Anwendungsart. Da braucht man ja unterschiedliche Eigenschaften für die Batterien. Energiegehalt und Stärke ist ja nicht immer identisch. Aber ich denke, wenn ich mal raten sollte, dann wird die Feststoff-Lithium-Batterie die nächste große Batterie sein, ohne die negativen CO2-Anteile. Hier sieht man den Zusammenhang zwischen diesen unterschiedlichen Chemien. Lithium-Ionen-Batterie ungefähr 7-mal stärker oder leichter oder hat mehr Kapazität als die Bleisäure-Batterie. Und wir sehen eben auch zukünftige Möglichkeiten, die vielleicht noch besser sein werden als Lithium-Ionen. Und hier dann eben Feststoff mit Lithium-Metall noch stärker. Und wenn wir hier eine Linie mal ziehen, die Entwicklung, die wir uns wünschen, ist natürlich so viel Energie wie möglich pro Batteriebehälter. Aber eine Sache ist wichtig, die Chemie ist immer entscheidend. Also wenn man jetzt mit Feststoff arbeiten könnte, könnten wir die Kapazität verdoppeln und die Fahrdistanz verdoppeln. Und dann ist es natürlich auch wichtig, die sogenannten toten Materialien der Batterie zu verringern, also die Verpackung und so weiter, damit so viel wie möglich, ein so großer Anteil wie möglich der Batterie tatsächlich Batterie ist und Kapazität bringt. Auch hier sind Änderungen möglich.
weil man auch hier Forschung, chemische Forschung betreibt, um höhere Kapazitäten zu erreichen. In der Forschung findet man immer neue Wege, um mit diesen Dingen umzugehen. Und was ist jetzt erforderlich für einen Durchbruch? Also wir glauben, dass Batterie 2030 plus eine Art ist, zu einem Durchbruch zu kommen, dass wir wirklich an der Digitalisierung arbeiten, in Kombination mit smarten, intelligenten Experimenten und die Erkenntnisse zu neuen Batterien zu beschleunigen. Also wir müssen schnell arbeiten, weil wir ja aufholen müssen. Auch das gilt für die Forschung sowohl als auch für die Industrie. Und ich denke, diese neue Batterieverordnung kann eine Unterstützung sein mit diesen Anforderungen fürs Recycling. Und das hoffe ich auch. Ich hoffe, dass es nicht so kommen wird, dass wir so viel Geld und Anstrengung ins Recycling stecken, ohne dann diese Fortschritte zu haben. Was bringt natürlich nichts, wenn das Material dann nicht zu verwenden ist wieder für neue Produkte. Da muss man auch das richtige Gleichgewicht finden bei der Erstellung der Gesetzgebung. Und die Verordnung ist da sehr positiv, weil den Wissenschaftlern überlassen wird, was sie am besten können und diese Entscheidung zu treffen. Aber es ist natürlich wichtig, dass man den Rat der Wissenschaftler auch befolgt. Und auch gesellschaftliche Akzeptanz ist sehr, sehr wichtig natürlich. Denn viele Menschen lieben ihr Auto mit Verbrennungsmotor, dass man das Gefühl hat, wirklich einen Volvo zu fahren. Das ist ein schönes Gefühl. Das fühlt sich anders an als ein Elektromotor. Und man braucht natürlich qualifizierte Arbeitskräfte. Dieser Übergang bedeutet nämlich, dass wir viele Arbeitskräfte weiterbilden, umschulen müssen. Und das ist auch sehr viel Druck für die Universitäten und Ausbildungsstätten. Und das sind Orte, wo Menschen, die bereits im Arbeitsmarkt sind, weitergebildet werden können. Wir brauchen neue Geschäftsmodelle und wir brauchen Sicherheit. Je mehr Energie in einem kleinen Container ist, desto näher ist dieser Behälter an einer Bombe. Und wir wollen natürlich keine Bomben in unseren Autos. Und dann die Frage, wie die Lebensdauer der Batterie verlängert werden kann. Also ein zweites Leben vielleicht auch möglich ist. Man kann es vielleicht, nachdem es nicht mehr fürs Auto ausreicht, als Speichermedium verwenden oder um etwas anderes anzutreiben. Und dies also, um zu sagen, Batterie 2030 plus gibt es überall in Europa. Wir sind in 24 europäischen Ländern vertreten. Wir haben 102 Organisationen. Das ist eine Mischung aus Industrie und Forschung. Wir haben auch große Forschungsanlagen mit dabei, die die Europäische Kommission sehr, sehr viel Geld kosten. Und damit bedanke ich mich, wenn Sie uns folgen möchten und unsere Roadmap lesen möchten, dann gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Thanks a lot for this. I have thousands of questions. Vielen Dank. Ja, ich habe tausende von Fragen. Aber werde meiner Versuchung da nicht nachgeben. Sondern wir machen direkt weiter. Christian Hage. Batterien. Das erste Modellprojekt läuft, aber Sie haben auch sonst viel Erfahrung. Wo steht die Umsetzung? Was ist aus Ihrer Sicht realistisch und wünschenswert mit Blick auf die neuen Regeln der EU im Bereich der Batterien? Ja, also wir sind da schon relativ weit. Und ich werde auch gleich in meinem Intro noch mal ein bisschen auf die Zusammenhänge da eingehen. Die wichtige Botschaft ist, wir können die besten Recycling-Technologien entwickeln. Solange wir die Sammlung, die Erfassung am Lebensende nicht sicherstellen, nützen uns die ganzen guten Recycling-Technologien nicht. Und das ist heute ein Riesenproblem. Und da gibt es auch viele Erfahrungen. Gucken Sie sich Altautos an, gucken Sie sich Elektronikprodukte an. In der Regel ist die Sammlung das größte Problem, da müssen wir herangehen. Auf der technologischen Seite gibt es eigentlich gute Fortschritte. Wir haben eine Pilotanlage. Wir sind zuversichtlich, dass wir Kobalt, Nickel und auch Lithium und Kupfer mit hohen Rückgewinnungsraten zurückgewinnen können und dass das auch sehr viel vom Fußabdruck her sehr, sehr viel besser ist, als wenn es
aus Minen kommt. Abgesehen davon, dass es natürlich die Abhängigkeiten reduziert, weil das sozusagen unsere heimische Lagerstätte ist dann von Rohstoffen, die wir nur im begrenzten Umfang in Europa zur Verfügung haben. Die Technik selber ist relativ komplex. Ich weiß nicht, ob das, ich kann da viel erklären, aber das wird vielleicht hier den Rahmen sprengen. Aber bei Bedarf kann man da vielleicht... Ich glaube, ein bisschen was zu erklären ist spannend. Suchen Sie den mittleren Weg, Herr Hagelücken. Aber ich glaube, das interessiert die Leute, wie Sie das eigentlich machen wollen. Gut. Also, wie gesagt, Voraussetzung ist erstmal, die Altbatterie muss erfasst werden. Dafür braucht es professionelle Strukturen. Der erste Schritt ist, und da sollten wir den Fokus jetzt legen auf das Recycling von den Batterien in Elektroautos. Portable Batterien sind auch wichtig, aber die sind sehr viel kleiner. Das ist ein anderes Verfahren. Aber für die großen Batterien ist der erste wichtige Schritt erstmal, dass ich dieses Batteriegehäuse, ja, öffnen muss. Und das brauche ich sowohl für ein Refurbishment, wenn ich in Second Life gehen will, also in eine Nachnutzung zum Beispiel in stationären Anwendungen, aber auch fürs Recycling. Ich muss die Gehäuse öffnen, ich muss aus den Gehäusen dann die eigentlichen Kernmaterialien, in dem Fall die Batteriemodule beziehungsweise die Batteriezellen, rausnehmen. Die restlichen Bestandteile können in konventionelle Recyclingprozesse eingesteuert werden, in Aluminiumgehäuse zum Beispiel, ins Aluminiumrecycling, in Stahlgehäuse, in Stahl Recycling, die Steuerungselektronik entsprechend ins Elektronikrecycling, das ist alles nichts Neues. Die Verfahrensentwicklung ist jetzt bei den Zellen. Der vorherrschende Zelltyp im Augenblick sind die NMC, also die Nickel-Mangan-Kobalt-Batterien. Lithium ist immer mit dabei. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Grob gesagt, in vielen Fällen folgt zunächst eine mechanische Vorbehandlung, dass man die Module öffnet, die Zellen öffnet, um bestimmte Konzentrate zu erzeugen. Und nur Konzentrate ist noch nicht das Ende des Recyclings, zum Beispiel eine schwarze Masse, sondern dann muss man mit chemisch-metallurgischen Verfahren daran gehen, um am Ende Feinmetalle oder Metallsalze in der Qualität herzustellen, dass sie wieder genommen werden können, auch um damit neue Batteriematerialien zu produzieren. Und das ist die wichtige Herausforderung bei den Verfahren und auch bei der neuen Gesetzgebung, bei den Recyclingraten, die da angesetzt werden. Ich muss die Systemgrenze so definieren, dass ich wirklich bis zum Ende des Prozesses gehe und ausrechne, was erreiche ich da und nicht irgendwo zwischendurch in einem Zwischenprodukt stehen bleibe, mit dem ich noch nichts weiter anfangen kann. Übrigens, meine Frage war schon so gemeint, dass Sie gerne jetzt Ihre Präsentation zeigen können. Das war nur der Versuch einer halbwegs eleganten Überleitung, die nun vollends gescheitert ist. So, bitte, Herr Hagelücken. Gut, dann mache ich das schnell und einen Teil davon kann ich dann vielleicht umso schneller machen auch. So, ich hoffe, mein Bildschirm ist jetzt gut zu sehen. Noch nicht. Noch nicht. Da müsste ein Fenster aufgegangen sein. Da müssen Sie noch bestätigen. Ja, das war auch eigentlich. Das ist ein Klassiker jetzt. Vorhin hat es funktioniert. Ich würde sagen, wenn der Herr Fries, der hat nämlich die Präsentation, die habe ich ihm sicherheitshalber gegeben. Wenn Sie die aufspielen können, dann verlieren wir noch mehr Zeit. Mache ich. So, jetzt im Hintergrund Dr. Max, ohne den bei diesen Webinaren in der Regel gar nichts liefe. So. Perfekt. Jetzt müssen wir in den Präsentationsmodus gehen und dann haben wir es. Gut. Also ich möchte mich in meiner kurzen Einführung jetzt fokussieren auf den verantwortungsvollen Rohstoffbezug und dann auch auf das, wie kann ich Batteriematerialien zirkular gestalten und wie läuft das Recycling. Nächste Folie bitte. Und dann zu nur ganz kurz zur Einführung. Uicore ist da durchaus nicht nur beim Recycling aufgestellt, sondern wir sind relativ breit im ganzen Thema Clean Mobility. Wir sind einer der drei großen Hersteller weltweit von Autoabgaskatalysatoren. Insofern sind wir immer noch in der traditionellen Mobilität verhaftet. Aber Katalysatoren sind natürlich extrem wichtig auch für Hybridfahrzeuge, also damit auch in der Elektromobilität. Wir stellen Kathodenmaterial her für Lithium-Ionen-Batterien
und aber auch Katalysatoren für Brennstoffzellen, also auch für die Art der Wasserstoffwirtschaft und die entsprechenden Mobilität. Und wir haben führende Verfahren zum Recycling von Edelmetallen und vielen anderen Metallen, unter anderem auch von Batteriemetallen. Nächste Folie bitte. Und das zeigt so ein bisschen, wie sieht dieser ganze Batterielebenszyklus aus. Wir sind da relativ aktiv auf vielen Stufen. Wir sind aber nicht selber im Bergbau beschäftigt. Wir kaufen Konzentrate an von ausgesuchten Minen, komme ich gleich noch kurz drauf, machen dann das Refining, also stellen Metalle her, stellen Präkursoren her, stellen aus den Präkursoren Kathodenmaterial her. Und dieses Kathodenmaterial wird dann in allen gängigen Anwendungen vom Smartphone bis zum E-Auto entsprechend eingesetzt. Und wichtig für uns, am Lebensende nehmen wir halt Batterien zurück und führen auch dann das Recycling wieder durch mit dem Ziel, Metalle in der Qualität zurückzugewinnen, dass wir wieder erneut in Kathodenmaterial einsetzen können, also wirklich den Kreislauf im Haus schließen können. Nächste Folie bitte. Zu Recht, und das kam ja auch in der Ankündigung von dem Seminar heute, ist der verantwortungsvolle Rohstoffbezug inzwischen wird als sehr wichtig angesehen. Wir haben für Kobalt bereits in 2004 entsprechende Verfahren eingesetzt, die auch extern validiert werden. Wir sind ein sehr aktives Mitglied in der Global Battery Alliance beim World Economic Forum, wo es auch um nachhaltige Batterieketten geht. Und, wenn Sie einmal klicken noch bitte, Herr Fries, wir haben gerade jetzt vor einer Woche angekündigt, mit führenden Kobaltproduzenten ein neues Pilotprojekt gestartet mit dem Namen Resource, worum es darum geht, über eine Blockchain-Lösung von der Mine bis in die Batterie rein und darüber hinaus sicherzustellen, nachvollziehen zu können, wo kommen die Materialien her. Nächste Folie bitte. Gut, das hatte ich eben bereits erwähnt. Also es ist ein Pilotverfahren. Es geht darum, letztlich vor allem die Schlüsselmetalle in den Batterien, also Kobalt, Nickel, Lithium und auch das Kupfer, energieeffizient und in Batteriequalität zurückgewinnen. Nächste Folie. Das ist ja in der Ankündigung schon angeklungen und wir werden wahrscheinlich nachher in der Diskussion auch noch weiter nochmal drauf zurückkommen. Es wird ja viel über die Recyclingraten und die Recyclingquoten gesprochen, im Kontext auch von der Battery Regulation. Und deswegen ist relativ wichtig zu verstehen, wie diese Prozesse überhaupt ablaufen. Und was ich jetzt hier schematisch aufgezeichnet habe, gilt nicht nur für Batterien, das gilt sinngemäß genauso gut für Elektronikprodukte, für Altautos und so weiter. Und es startet, wie gesagt, immer, Recycling ist nicht ein Prozess, sondern es ist immer eine Prozesskette. Das fängt mit der Sammlung an, dann kommt die Aufbereitung, also eine mechanisch-manuelle Vorbehandlung. Und bei Metallen, wenn ich Metalle recyceln will, muss ich am Ende immer chemisch-metallurgische Verfahren einsetzen. Nächster Klick bitte. Das Ganze geht allerdings nicht verlustfrei. Wir haben kein Perpetuum mobile. Es gelten da die Gesetze der Naturwissenschaften und irgendwo gewisse Verluste finden immer statt. Und der Trick ist jetzt, möglichst optimale Prozesse aufzusetzen, auch die Schnittstellen möglichst optimal zu machen, dass diese Verluste minimiert werden können. Ich habe jetzt hier in der Beispielrechnung mal dargestellt, wie sich die Verluste hochmultiplizieren können. Und das sind für die gegenwärtigen Bedingungen sogar sehr optimistische Zahlen, die ich hier eingesetzt habe. Wenn wir annehmen würden, dass wir eine Erfassungseffizienz von 70% haben, da jetzt bezogen auf das Kobalt, dann in der Aufbereitungstechnik eine Ausbeute von 90% und im metallurgisch-chemischen Recycling von 95%, dann würden wir trotzdem in Summe nur auf eine Gesamtzirkularität von 60% kommen, unter der Voraussetzung, dass dieses Kobalt dann in der Qualität ist, dass es auch in neuen Produkten wieder eingesetzt werden kann. Und das zeigt, wie wichtig es ist, nicht nur die einzelnen Recyclingprozesse oder einzelne Stufen der Recyclingprozesse zu optimieren, sondern vor allem eine sehr umfassende und vielfältige Sammlung hinzukriegen. In der Battery Regulation der Kommission steht eine No-Loss-Policy drin. Das ist richtig und wichtig, aber die entscheidende Frage ist natürlich, wie setze ich das Ganze um? Und wie stelle ich sicher, dass es hier zu No Losses kommt? Klick bitte. Und können wir direkt weitermachen zur nächsten Folie. Mit diesem ganzen Thema der Zirkularität von Batterien haben wir uns sehr intensiv auch im Rahmen der Circular Economy Initiative Deutschland beschäftigt.
Das ist ein Projekt, das ist gefördert worden vom BMBF. Auch das Wirtschaftsministerium, das Umweltministerium waren beteiligt. Und in einem Konsortium aus Industrie, Wissenschaftsvertretern und auch Zivilgesellschaftsvertretern, Sie sehen die entsprechenden Logos hier auf dem Slide, haben wir uns also sehr intensiv mit dem ganzen Lebenszyklus von Traktionsbatterien aus einer systemischen Perspektive beschäftigt. Das alles ist festgehalten in einem Report, der auch runtergeladen werden kann. Hier, der Link ist hier entsprechend aufgezeichnet. Es lohnt sich wirklich, das zu lesen. Aus Zeitgründen kann ich natürlich nicht auf die Details eingehen. Nächster Klick. Ich würde aber ganz gern auf ein paar zentrale Empfehlungen eingehen. Und zwar die Hauptaussage ist, das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, die Battery Regulation hat dafür aber sehr gute Ansätze. Wir müssen systemische Ansätze finden. Es bringt uns relativ wenig, an einzelnen Schritten rumzudoktern, sondern wir müssen immer das ganze System angucken. Und es gibt leider Gottes verdammt viel Wechselwirkungen in die eine oder andere Richtung. Also wenn ich eine Schraube drehe, dann wirkt sich das auf andere Sachen aus. Und was wir brauchen, ist also für diese systemische Innovation, das geht nur mit einer starken Zusammenarbeit der Akteure entlang der ganzen Wertschöpfungskette. Und wir brauchen dafür aber auch unbedingt eine Unterstützung durch die Gesetzgebung. Und insofern ist die Battery Regulation oder der Draft, wie er vorliegt, wirklich ein revolutionärer Ansatz, weil er zum ersten Mal den Schritt schafft von der Abfallgesetzgebung hin zu einer Ressourcengesetzgebung und den ganzen Lebenszyklus betrachtet. Was wir aber brauchen, sind, und die fehlen im Augenblick noch in der Battery Regulation, da sind zwar interessante oder auch ambitionierte Recycling-Ziele vorgegeben, es fehlt aber die Berechnungsmethode, wie wir da hinkommen. Und wenn ich die nicht klar vorgebe, dann kann ich im Prinzip mir beliebige Sachen ausrechnen, die aber mit der physischen Realität nichts zu tun haben. Und wir müssen also sicherstellen, dass wir klare Definitionen, klare Systemgrenzen haben und ambitionierte, aber auch realistische Recycling-Targets. Wir müssen in Zukunft sicherlich sehr viel mehr Wert legen auf das Design der Batterien. Ganz banal gesagt, wie kann ich so eine Batterie überhaupt öffnen, um an die Module ranzukommen, egal ob ich jetzt in den Repair gehen will oder in Recycling reingehe. Die Datenverfügbarkeit entlang des Lebenszyklus ist extrem wichtig. Da gibt es Ansätze eines Batterie-Produktpasses. Kann man vielleicht nach einer Diskussion nochmal vertiefen. Halten wir für extrem wichtig, ist aber auch ambitioniert, das hinzukriegen. Wir brauchen ökonomische Anreize für die Kreislaufwirtschaft. Das geschieht nicht von alleine. Und in dem Kontext der ökonomischen Anreize werden die Geschäftsmodelle ganz, ganz wichtig sein. Sowohl im B2B-Bereich, also Business-to-Business-Bereich, aber auch vor allem im Business-to-Consumer-Bereich. Mit Business as usual kommen wir da nicht weiter, sondern wir müssen uns wirklich als alle Akteure in der ganzen Kette da was Neues ausdenken. Und das ist dann der letzte Punkt, der da steht, wirklich better collaboration along the value chains, also wirklich eine Zusammenarbeit und um entsprechende Synergien zu nutzen. Ja, vielleicht kann ich Sie damit ein bisschen neugierig machen auf den Report von der Circular Economy Initiative, der runtergeladen werden kann. Wenn Sie nochmal einen Klick machen, dann ist das schon meine letzte Folie. Das Schöne ist, dass diese zwei Themen E-Mobilität und Kreislaufwirtschaft eigentlich keine unabhängigen Themen sind, sondern dass die hier wunderbar zusammenkommen. Und wenn wir das richtig machen, nehmen wir E-Mobilität und die Batterien als den idealen Testfall für die Kreislaufwirtschaft. Ja, ich freue mich auf die Diskussion nachher. Dankeschön, das war sehr spannend. Und jetzt gebe ich direkt das Wort weiter, auch an Sie, hätte ich 1000 Fragen, aber lieber jetzt nicht. Und zwar direkt an Julia Poliskanova. Das müssen wir noch genauer beibringen. Für die Sicht der zumindest im Verkehrsbereich, wie ich finde, führenden NGO in Brüssel, Transport and Environment. Ihr heißt ja jetzt nicht Autos und Environment, sondern Cars and Environment, sondern Transport and Environment. Daher ist es sehr interessant, was ihr zu dieser Diskussion um E-Mobilität, um Batterien, was ihr darauf dazu denkt. Bitteschön.
Thank you. Thanks a lot for having TNE at this event and giving us the Dank. Danke schön, dass wir als T&E auch dabei sind bei dieser Veranstaltung. Und Herr Giegold, das war eine perfekte Vorstellung. Genau so ist es. Und ich hoffe, dass man jetzt auch meine Präsentation gleich sehen kann. My slides now. So, ja. Also zunächst mal das Folgende. Nachhaltige Batterien sind heute im Kern, im Herzen unserer Verkehrs- und Energiesysteme, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen. Das heißt, Verkehr insgesamt, nicht nur Autos. Da sind wirklich die Batterien die absolute Grundlage für Lieferwagen, Busse, Autos und auch gemeinsame Elektroautos. Wir wollen natürlich weniger Autos insgesamt, aber auch saubere Autos. Das geht nur über Batterien. Und da brauchen wir natürlich hundertprozentig erneuerbare Systeme. Und deswegen sind viele Länder jetzt der Ansicht, dass Batterien das neue Ziel sind. Und das hat jetzt ein Wettlauf begonnen für die Batterie-Wertschöpfungskette. Und Europa ist da gut platziert, um führend herauszukommen. Aber heute geht es ja nicht um den Wettbewerb, sondern um die Nachhaltigkeit. Und werde dann aber am Ende auch hinweisen auf das industrielle Potenzial, das Potenzial für die Wirtschaft. Ich habe 5 kurze Bereiche in meiner Präsentation, um die üblichen Fragen durchzugehen, die Menschen zu Batterien haben. Zunächst mal Batterien versus Öl. Also erstmal einen Schritt zurück, bevor wir über Batterien alleine sprechen. Nochmal die Erinnerung, warum wir Batterien überhaupt brauchen und was sie ersetzen. Nämlich das Hauptproblem, die fossilen Brennstoffe, das Öl. Und in unseren Autos, LKWs, Bussen werden tausende Liter Öl verbrannt. Das wird einfach verbrannt und verschmutzt die Atmosphäre. Daran kann man nichts ändern. Und wenn man das mit der Lithium-Ionen-Batterie vergleicht, die ist ja an sich schon ein Kreislaufsystem. Also wenn man hier sich das anschaut, 160 Kilogramm Zellmaterial ist sehr, sehr wenig im Vergleich zum Öl. Und wenn wir dann das Ganze noch recyceln, dann bleiben nur noch 30 Kilogramm Materialien über. Das heißt, man kann das heutige System überhaupt nicht vergleichen mit der zukünftigen Batterie. Das wird auf jeden Fall besser. Und dann wird natürlich immer die Frage gestellt, ob Elektroautos wirklich besser sind als Benzinmotoren. Wir schauen uns auch mal die Emissionen über den Lebenszyklus an. Diese Analyse haben wir letztes Jahr schon durchgeführt. Im Jahr 2020 haben wir durchschnittliche Emissionen das Durchschnittsauto für Diesel oder Benzin und Elektroautos verglichen in einigen wichtigen Ländern. Und da sieht man im Durchschnitt 2020, dass die Elektroautos bereits 3-mal besser waren als Benziner oder Diesel. Und da sind auch die Emissionen von der Batterieherstellung und den Batterien mit eingeschlossen und auch die Stromnetze, an die das Ganze angeschlossen wurde. Natürlich sieht man hier große Unterschiede. In Schweden zum Beispiel ist der Unterschied riesig und in anderen Ländern, wo man eher noch mit Kohle arbeitet, sind die Vorteile weniger ausgeprägt. Ist immer noch besser, aber die Vorteile sind weniger stark. Das heißt, wir müssen wirklich hin zu erneuerbaren Energien. Aber wenn man jetzt sich fragt, sollte man noch warten, bevor man ein Elektroauto kauft? Nein, man braucht nicht warten. Also wenn sowieso ein neues Auto ansteht, dann jetzt schon ein Elektroauto kaufen, ist jetzt schon auf jeden Fall besser. Das heißt aber nicht, dass alle Fragen schon beantwortet sind, alle Probleme gelöst sind. Das haben ja alle Vorredner auch schon gesagt. Wir sehen es genauso. Das neue Batterierecht, die Verordnung für nachhaltige Batterien, die im letzten Jahr vorgeschlagen wurde von der Europäischen Kommission, ist wirklich ein Schlüsselbaustein, damit das Ganze nachhaltiger wird. Ich würde sogar sagen, das ist der erste Rechtsakt seiner Art, wo alles abgedeckt wird, die gesamte Lebensdauer vom Abbau der Rohstoffe bis zur Entsorgung der Altbatterie. Und wenn wir das in Europa machen, wenn wir da voranschreiten, richtig, dann werden viele folgen weltweit. Das heißt, das ist auch unsere Verantwortung, zu zeigen, dass grüne Batterien möglich sind in Europa, als Pionier voranzugehen. Nächster Bereich und nächste Frage, die hier beantwortet werden kann. Wie sieht es aus mit Metallen und
Bergbau. Das wird ständig gefragt. Natürlich sind Menschen besorgt darüber, wo die Werkstoffe herkommen, wie die hergestellt worden sind, ob das so nachhaltig und ethisch geschehen ist. Das sind natürlich wichtige Fragen. Und die ehrliche Antwort ist, egal ob es das Telefon heute ist oder das Computer oder das Auto, dass Kobalt drin ist. Das ist wirklich ein Problem. Das heißt, der Bergbau insgesamt muss verbessert werden, nicht nur für Batterien. Aber hier liegt auch eine echte Chance, die Beschaffung der Werkstoffe zu verbessern für Elektroautos. Und ich möchte ein Beispiel zeigen. Das ist eine Beispielroute für die Kobalt-Lieferkette für Renault. Und das ist eigentlich ganz ähnlich wie bei anderen Autoherstellern. Also Kobalt wird meist im Kongo abgebaut, dann wird es nach China verbracht, wo es raffiniert wird. Das gilt nicht nur für Kobalt. Viele Werkstoffe werden in China raffiniert, momentan auch Lithium. Und dann für Renault zumindest werden die Schlüsselkomponenten für die Batterien und die Batterien selbst in Japan und Südkorea hergestellt. Und dann wird das Endprodukt und das Auto nach Europa geliefert. Das heißt, hier sehen wir zwei relevante Punkte für die Diskussion in Europa über nachhaltige Batterien. Zunächst mal müssen wir kurzfristig wirklich schnell prioritär das Folgende erreichen, nämlich dass diese ganze Lieferketten rückverfolgbar sind und transparent sind. Das heißt, ein Unternehmen wie Renault muss wirklich Schritt für Schritt übersehen können, wie die Dinge gemacht werden und ob jedes Unternehmen der Lieferkette globale Sicherheits-, Gesundheits-, soziale Rechte, Arbeitsrechte einhält. Und genau das ist Bestandteil des Vorschlags der Europäischen Kommission. Und wir hoffen, dass die Regierungen im Rat und auch das Europäische Parlament das unterstützen werden, verbindliche Due Diligence-Anforderungen. Denn damit werden wir nicht nur Europa sauberer machen, sondern dann können wir wirklich auch eine Wirkung haben darauf, wie es in anderen Ländern gemacht wird. Denn große Unternehmen haben diese Marktmacht, können ihre Lieferketten ändern und können diese Fragen stellen. Und das Zweite, das wird ein bisschen länger dauern, aber die Frage ist, warum wird das alles in China raffiniert? Warum wird alles in Asien gemacht? Und das ist natürlich eine Frage der Industriedynamik. Das heißt, wenn Teile dieser Lieferkette nach Europa verlagert werden könnten, dann können wir es sowieso schon mal besser machen, denn Umwelt- und Sozialstandards sind ganz normal bei europäischen Unternehmen. Oder wenn wir der Ansicht sind, das wird hier noch nicht besser gemacht, dann können wir es einfach erfordern von den Unternehmen, die in Europa verortet sind, können wir es einfach vorschreiben. Das heißt, es gibt schon viele Entwicklungen in Europa, wo saubere Materialien hergestellt werden, auch für Lithium, werden wir in der Zukunft ganz ähnlich herstellen können, ähnlich wie wir heute geothermische erneuerbare Energien herstellen. Das heißt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und Wege, europäische Unternehmen investieren und forschen da und die müssen richtig unterstützt werden dabei. Das heißt, was kann Europa machen? Viel habe ich ja schon dazu gesagt. Und hier die drei Prioritäten nochmal für die Batterieverordnung. Verantwortungsvolle Beschaffung von Werkstoffen habe ich schon abgedeckt, dann hier in zentral nachhaltige Herstellung und Kreislaufdesign. Wir müssen wirklich gewährleisten, dass die Batterien selbst nachhaltig hergestellt werden. Und da geht es hauptsächlich darum, dass wenn eine Batterie hergestellt wird, das sehr, sehr viel Energie verbraucht, das ist sehr energieintensiv. 75% kommt aus der Zellherstellung, diese ganzen Materialien, die man braucht für die Zelle. Das heißt, die Ort und die Stromquelle sind ganz wichtig. Das heißt, wenn zukünftige Batterieanlagen wirklich nahe gebaut werden müssen an Quellen von erneuerbaren Energien, dann wird der Fußabdruck verringert. Und das wird zum Beispiel von Unternehmen in Norwegen gezeigt, dass man da schon ansetzen kann, um den Fußabdruck zu verringern. Und dann dritte, das Puzzleteil reparieren, wiederverwenden,
Komponenten recyceln. In Europa werden eigentlich noch nicht viele Lithium-Ionen-Batterien recycelt. Umicore ist führend auf dem Markt, aber viel wird da nicht gemacht in Europa. China ist da auch führend und wir müssen diese Industrie nach Europa bringen. Und das Ziel, was wir jetzt momentan haben, ist nicht angemessen. Momentan, was vorgeschlagen wird für Lithium, ist so niedrig. Meine Unternehmen in Kanada, in den USA können heute schon bis zu 90%, mindestens 90% recyceln. Und Europa setzt niedrigere Zielsetzungen bis 2030. Damit werden wir die Jede Woche, wenn ich die Presse lese, sehe ich eine neue Batterieherstellung. Wir können diese Folie gar nicht schnell genug updaten von unserer Organisation T&E, weil sich so schnell alles ändert. Also es gibt schon fast 40 Projekte jetzt, die angemeldet worden sind, in allen möglichen Ländern in Europa, Osten, Westen. Das ist wirklich eine europäische Erfolgsgeschichte. Es gibt jetzt neue Projekte in Spanien, die haben wir noch gar nicht auf der Folie drauf. Das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte. Investitionen, Arbeitsplätze in der Zukunft kommen nach Europa. Das heißt, mit der richtigen europäischen Batterieverordnung kann Europa hier führend sein in der nachhaltigen Batterieerzeugung weltweit. Vielen Dank und ich freue mich auf die Fragen. Vielen Dank, das war wirklich hervorragend. Und jetzt nochmal zurück zur Ministerin. Haben Sie Fragen? Ich möchte gerne auch allen das Wort überlassen, die zuhören. Aber ich glaube, das Wichtige ist hier, dass Europa wirklich im Zentrum dieser Anstrengungen im Batteriesektor steht. Und das ist nur möglich mit der richtigen Verordnung. Und dafür setzen wir uns ein. Also, natürlich wollte ich auch nicht sagen, dass wir nicht ausreichend Forschung haben. Was ich sagen wollte, ist, dass Europa doch ein wenig hinten anlag in Bezug auf die Batterieindustrie oder die E-Auto-Industrie, denn wir waren eine lange Zeit nicht innovativ oder innovativ genug. Ich bin seit 2013 mit diesem Thema beschäftigt, insbesondere auch im Zusammenhang mit der Automobilindustrie. Und da müssen wir als erstes festhalten, Innovation bringt neue Arbeitsplätze. Und hier haben wir einen sehr guten Verordnungsvorschlag vorliegen. Das wird uns jetzt die nächsten Monate beschäftigen und auch unsere Aufgabe sein. Aber wenn wir den umsetzen, dann werden wir wirklich eine Führungsrolle übernehmen können. Ich werde dann tun, was Carol gesagt hat, ganz brav, und mal die Fragen stellen, die hier am meisten aufgeworfen wurden. Zum Teil hat Julia auch schon einiges aufgegriffen vorab und kannte offensichtlich schon, was so immer kommt, und auch nachvollziehbarerweise. Aber Frank Log, der fragt Folgendes, und zwar, wie stehen Sie zu folgenden Forderungen? Erstens, jeder Hersteller, der Batterien in Umlauf bringt, muss eine End-zu-End-Verantwortung übernehmen. Zweitens, für die Batterien muss es daher neben einem ersten Leben auch zweite Lebenskonzepte geben. Und drittens, die Hersteller müssen ein Recycling ihrer Batterien nachweisen und physisch vorhalten, zum Beispiel durch Aufbau und Unterhaltung von Recyclinganlagen, überprüfbar in der EU. Ja, das sind die drei Fragen von Herrn Log. Und ich will gleich noch eine ganz anders gelagerte Frage von Helmut Horn dazu nehmen, die es in ganz verschiedener Weise hier immer wieder gibt. Und zwar, der Lithiumbedarf wird selbst bei 100%igem Recycling durch die Elektromobilität um ein Vielfaches zunehmen. Dadurch sind vor allem die Salzseen in Südamerika massiv bedroht.
kann die auf Lithiumbatterien beruhende Elektromobilität unter diesen Umständen eigentlich umweltfreundlich und nachhaltig sein? Ja, darf ich kurz um Signale bitten, wer sich mal an die ersten Fragen heranwagen will? Ja, bitte, Herr Hagelücken. Also ich fange an mit der Frage von Herrn Log. Das erste war ja der Punkt nach der End-to-End-Verantwortung der Hersteller. Ich meine, das haben wir ja im Prinzip indirekt. Wir haben eine Extended Producer Responsibility. Es gibt entsprechende Ansätze auch in der Battery Regulation. Also der Ansatz ist richtig und ich denke, es lässt sich auch umsetzen. Die Sache mit dem zweiten Leben ist ein bisschen komplizierter aus meiner Sicht. Es ist natürlich auf den ersten Blick oder je länger ich ein Produkt nutze, desto besser verteile ich natürlich die ganzen CO2-Fußabdrücke und sonstigen Fußabdrücke der Herstellung auf eine längere Lebens- und Nutzungszeit. Also grundsätzlich ist eine längere Nutzung eigentlich erstmal erstrebenswert. Jetzt ist aber die Frage, in den meisten Fällen wird ein Second Life ja nicht als Ersatzbatterie dann wieder in einem Auto gesehen, sondern als in stationären Anwendungen. Und das Anforderungsprofil für stationäre Anwendungen ist ziemlich anders als das in Autos. In stationären Anwendungen könnte ich relativ gut auch mit Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien auskommen. Macht es wirklich Sinn, zum Beispiel hochkobalthaltige Batterien der ersten Generation jetzt nochmal für viele Jahre in einem Second Life sozusagen zu binden? Oder wäre es vielleicht nicht sinnvoller, die nach einer möglichst langen Nutzung im Auto dann zu recyceln und für die stationäre Anwendung dann dafür speziell designte Batterien der neuesten Generation zu machen? Darüber hinaus, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, auch Second Life, da brauche ich Strukturen dafür, um überhaupt die Erfassung hinzukriegen, wie vertreibe ich die, wie stelle ich sicher, dass die vernünftig eingesetzt werden können, sicher eingestellt werden können. Dann war noch die Frage, Hersteller müssen das Recycling nachweisen, bin ich völlig bei Ihnen, müssen die Hersteller eine eigene Recyclingstruktur vorhalten? Nicht unbedingt, weil die Kernkompetenz von einem Automobil- oder einem Batteriehersteller ist nicht unbedingt das Recycling. Ich denke, ein Hersteller muss gute Strukturen und Partner haben, die sicherstellen, dass am Ende das Recycling gemacht werden kann und dass das entsprechend auch nachgewiesen werden kann. Und deswegen ist dieser Batteriepassport, den wir auch im Rahmen der Circular Economy Initiative Deutschland vorgeschlagen haben, ein wichtiges Tool. Dann ganz kurz noch zu der Frage von Herrn Horn nach dem Lithium. Das hatte aber Julia Poliskanova auch schon teilweise angesprochen. Es gibt verschiedene Quellen für Lithium. Und am Anfang war tatsächlich die Salare in Südamerika, in Chile, in Argentinien die Hauptlithium. Ja, Christian Hagelücken ist offensichtlich ein Opfer der deutschen Infrastruktur geworden. Herr Hagelücken? Ja? Sind Sie gerade in Deutschland? Ja. Ja, das ist genau das Problem, denn wir in Deutschland leiden unter Scheuer und schlechter digitaler Infrastruktur. Wir wünschen uns, dass wir das Problem bald überwinden, aber Herr Hagelücken, wir konnten Sie eben nicht verstehen, kurz. Ganz am Schluss. Also der Punkt zum Lithium oder vorher schon? Am Ende von dem, was Sie zu Lithium gesagt haben. Erst am Ende. Okay. Ja, ich bin vorher leider schon einmal komplett rausgeflogen aus dem ganzen System, musste mich neu einloggen, aber ich konnte Gott sei Dank kurz vor meinem Beitrag wieder drin gewesen. Das ist irgendwie manchmal schwierig. Ja, aber der letzte Punkt zum Lithium ist noch wichtig. Also es gibt wirklich interessante Ansätze auch in Deutschland, Lithium sozusagen Co. zu gewinnen aus der Geothermie, weil und dann ist das praktisch eine Win-Win-Situation, dass ich die Erdwärme nutzen kann, um Energie zu erzeugen und gleichzeitig beim Umpumpen der geothermischen Flüssigkeiten dann auch Lithium zurückgewinnen kann. Also das sind interessante Ansätze und in Summe, ja, der Lithiumbedarf wird sehr stark steigen.
Aber geologisch gibt es eigentlich genug Vorkommen und auch genug Vorkommen, die ohne extreme Umweltauswirkungen ausgebeutet werden können. Ja, Christina, I wanted also to ask you perhaps to show again one slide. Ich wollte auch noch mal bitten, diese Folie zu diesen verschiedenen Batterietechnologien aufzurufen, wenn das möglich ist. Denn es wäre, glaube ich, hilfreich, sich damit noch mal zu befassen, zu hören, mit welchen Methoden diese Technologien eigentlich arbeiten, was ihnen zugrunde liegt. Und welche von diesen Technologien diejenigen sind, das war die andere Folie, mit der Kapazität zu Volumen und Gewicht. Ja, genau, deswegen hatte ich mich auch gerade schon gemeldet. Also genau, ich wollte nur kurz erklären, warum ich auf die Folie nochmal verwiesen habe. Es kamen nämlich viele Fragen in dem Zusammenhang auf. Wie lange wird es wohl brauchen, bis diese Technologien dann auch wirklich so weit sind, dass man sie umfassender einsetzen kann? Und was ist die Grundlage dieser Technologien? Und was hat das dann jeweils für die Umwelt für Auswirkungen, wäre dann die Frage. Vielleicht könnten wir die einmal so betrachten. Und auch vor dem Hintergrund, welche dieser Technologien für Autos nützlich sind oder Autobatterien und welche nicht. Vielleicht könnten Sie das nochmal erläutern. Ja, das mache ich sehr gerne. Also, ich glaube, als nächstes werden die Natrium-Ionen-Batterien drankommen. Die haben ein wenig weniger Kapazität, sind also vielleicht nicht unbedingt für Autos geeignet, aber haben doch eine bessere Speicherung. Und ja, das ist etwas, mit dem sich die Wissenschaftler ja schon lange befasst haben. Auch diese Salzseen in Chile, Bolivien, Argentinien und so, das ist eine Problematik, die den Wissenschaftlern ja sehr wohl bewusst ist und mit der sie sich schon sehr umfassend befasst haben. Am Anfang war es sogar schwierig, überhaupt Finanzierung für diese Forschungsprodukte, Projekte zu bekommen. Aber jetzt gibt es eben solche Ansätze. Es gibt auch kleine Unternehmen, die sich damit befassen. Und ob dann die Behälter für diese Batterien ein wenig größer sind oder nicht, das ist dann letztendlich gar nicht mehr so entscheidend. Und Magnesium, Zink und Calcium, da ist es so, dass, glaube ich, noch sehr viel Zeit vergehen wird, bis wir da weiterkommen. Da ist noch sehr viel mehr Forschung notwendig. Es braucht noch zusätzliche Komponenten für diese Batterien, damit sie stabil und verlässlich funktionieren können. Und wirklich, ja, im Prinzip auch wettbewerbsfähig sind mit den Lithium-Ionen-Batterien und auch entsprechend in einen Kreislauf eingeführt werden können. Ich glaube, wo wir für die Elektroautos schneller vorankommen werden, ist auch diese andere Form von Lithium-Batterien mit Lithium-Metallen. Aber da ist natürlich noch mehr Lithium enthalten als in den Lithium-Ionen-Batterien. Aber ich glaube, da können wir durchaus weiterkommen, weil da viel Energie gespeichert werden kann. Und da können wir auch auf die Ergebnisse aus der Lithium-Ionen-Forschung zurückgreifen, um beispielsweise die Produktion nachhaltiger zu gestalten. Und ich glaube, dann ist das auch eine wettbewerbsfähige Batterieform, nicht nur im Sinne der Kapazität, sondern auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Aber letzten Endes muss man das immer vergleichen. Was sind die Kosten? Wie sicher sind diese Batterien und wie lange können wir sie nutzen? Man spricht ja über Batterien wie über Menschen, über das Altern, um die Lebenszeit geht es da immer. Und natürlich ist aber auch da die Nutzung des Autos ein Faktor, der eine wichtige Rolle spielt. Welchen Fahrstil hat man? Das beeinflusst eben auch, wie viel Batterie man verbraucht. Genauso wie der Umgang mit dem eigenen Körper auch beeinflusst, wie lange man lebt. Und dann gibt es natürlich auch noch ganz andere Batterieformen, organische Batterien etc.
die möglicherweise auch nutzbar sind. Für Robotik beispielsweise braucht man ja gewisse Batterien, für medizinische Implantate braucht man eine andere Batterieform. Also das ist wirklich ein sehr umfassendes Bild und das sind alles Batterieformen, denke ich, die in der Zukunft auch genutzt werden, außer die Nickel-Cadmium-Batterien. Ansonsten, denke ich, werden die alle genutzt und da wird es auch für die Rohstoffe eine Lösung geben können. Denn es gibt ja Lithium in Portugal beispielsweise, in Finnland, in Schweden und so weiter. Also da müssen wir eben auch schauen, welche Ressourcen wir haben und wie wir sie am besten nutzen können. Und daraus entsteht dann die weitere Frage, können wir diesen Abbau in Europa durchführen oder ist das so eine schmutzige Arbeit, dass wir sie in Europa nicht haben wollen? Das ist dann wieder die ethische Frage. Zusätzlich zur Nachhaltigkeitsfrage. Also um nochmal zu dieser Lithium-Nachfrage und den Salzseen zurückzukommen, würde ich doch sagen, dass es da Alternativen geben wird, aber das wird eben noch eine Weile dauern und ich wollte einfach nur zeigen, dass einige Calcium, Lithium beispielsweise noch länger brauchen werden, aber Natrium, Lithium, da sind wir schon recht weit. Und einige der neuen EU-Projekte in den Batteriepartnerschaften zum Beispiel sind ja hier auch zu finden in diesem Bereich. Zink etc., also nicht Lithium-Batterien. Thank you. Julia, do you want to come in? Julia, dazu vielleicht auch noch etwas? Ja, ich wollte auch noch mal darauf eingehen, was immer angesprochen wird, Recycling. Gegenüber Abbau. Es stimmt natürlich, dass wir nicht nur mit recyceltem Material arbeiten können, beziehungsweise dass es nicht genug Recycling geben wird, um den Abbau zu ersetzen. Aber die Nachfrage nach Abbau für diese Materialien geht nicht hoch, sondern es ist auch eine flache Kurve, so wie wir es jetzt immer in anderen Kontexten hören. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir hinwollen. Also erstmal natürlich Recycling, das sollte unser Ziel sein, aber wir brauchen auch weiterhin Primärrohstoffe. Da muss eben nur der Schwerpunkt sein, dass diese nachhaltig und verantwortlich abgebaut werden. Diese beiden Ziele müssen wir vorantreiben. Yes, I will read a few additional. Ja, dann verlese ich ein paar zusätzliche Fragen, die gestellt worden sind. First, Martin, wer immer das ist, fragt: Für stationäre Batterien wären doch Salzwasserakkus perfekt. Sie enthalten keine seltenen Ressourcen und sollten auch gut recyclingfähig sein. Und Wolfgang Lobeck, wie man ihn kennt, Greenpeace, nicht? Zumindest früher, ich weiß gar nicht, ob immer noch, warum wird nicht auch problematisiert bzw. gefordert, dass es nicht nur um bessere, sondern um weniger Batterien gehen sollte? Also Gewichtsbeschränkung der Fahrzeuge inklusive SUV-Verbot. Saubere Batterien allein verringern nicht den enormen Strombedarf und dessen Auswirkungen, etwa Konkurrenz zum Kohleausstieg. Dann weist noch Friedhelm Hansen auf Jena Batteries hin, auf die Firma bin ich auch schon aufmerksam geworden, die sich eben im Bereich der stationären Batterien mit metallfreien Konzepten auseinandersetzt. Also das wäre vielleicht beides nochmal eine Frage an Christina. Metallfreie stationäre Batterien, ist das eine gute Idee? Und genauso in die gleiche Richtung zielt ja die Frage nach den Salzwasserakkus. Und dann gibt es ganz viele Fragen, die eben in eine ähnliche Richtung gehen wie Wolfgang Lobeck, nur nicht genauso schön zugespitzt formuliert. Daher wiederhole ich die jetzt nicht alle. Im Kern geht es aber immer um die Frage, muss man nicht versuchen, den Bedarf runterzubringen? Und ich habe noch eine Frage an Christina Hagelücken und Julia Polinoskanova. Und zwar, Herr Hagelücken, Sie hatten so eine schöne Folie gezeigt mit Ihren hypothetischen Annahmen
zu möglichen Lithium-Recycling. Und ich fand, dass Sie da indirekt Frau Polinoskova recht gegeben haben. Ich sage jetzt nur noch Julia, das ist mir zu schwierig. Und zwar, wenn Sie annehmen, dass die Recycling-Effizienz bei Lithium bei 90+% liegt, wir aber im Bereich der Autobatterien faktisch zu einer 100-prozentigen Sammlungsquote kommen, warum können Sie dann nicht sagen, jawohl, Transport and Environment hat recht, die Ziele der Batterieverordnung sind viel zu niedrig. Eigentlich, finde ich, haben Sie hier eine wunderbare Partnerschaft geschlossen mit Transport and Environment, indem Sie uns diese Folie gezeigt haben, zu der Frage, die am allerintensivsten diskutiert wird. Vielleicht können Sie uns diese wunderbare Folie nochmal zeigen. Die habe ich natürlich sofort gesehen und würde mich jetzt freuen, wenn Sie einfach sagen würden, jawohl, Julia hat recht, höhere Recyclingziele für Lithium. Herr Fries, können Sie die Folie gerade noch mal bringen? Und in der Zwischenzeit sage ich schon, dass natürlich recht hat. Und wir eigentlich auch schon in vielen Bereichen einen sehr guten Austausch haben. Aber wenn Sie genau auf die Folie gucken, das ist jetzt ein bisschen gemein, da steht ja nicht der Lithium-Yield, sondern der Kobalt-Yield. Ja, ja, gut. Und das ist jetzt nicht austauschbar, weil chemisch-metallurgisch ist das ein ganz anderer Weg in der Recyclingkette. Und Kobalt, Kupfer, Nickel, das kann als eine metallische Phase über den Recyclingprozess aufkonzentriert werden. Das Lithium ist im chemischen Sinne sehr, sehr unedel und ist ungleich schwerer zu gewinnen. Da muss man gucken, gehe ich über den Abgasstrom, gehe ich über ein nasschemisches Verfahren, gehe ich über die Schlackephase. Und so hohe Ausbeuten beim Lithium zu erzielen, also 90% halte ich in absehbarer Zeit nicht für realistisch. Ich stimme aber zu, dass die 35%, die im Augenblick in der Draft Battery Regulation drinstehen, für 2025 relativ konservativ sind. Also da könnte ich mir vorstellen, dass man, und das hatten wir in der Circular Economy Initiative, hatten wir uns auch mit dem Thema beschäftigt, da hatten wir vorgeschlagen 50% bis 2025, 70% bis 2030. Ob man über die 70% hinauskommt, wir hatten 85% bis 2035, hatten wir gesagt. Ob man darüber hinaus noch rüberkommt, sehe ich ein bisschen skeptisch, einfach wegen den thermodynamischen Prozessen, die da stattfinden und was mit dem Lithium passiert. Und wie gesagt, ich muss immer die ganze Prozesskette angucken. Es reicht nicht, wenn ich mir nur irgendeinen nasschemischen Lithium-Prozess angucke, sondern ich muss auch gucken, wenn ich vorher einen Schredderprozess vorgeschaltet habe zum Beispiel, wie viel Prozent vor der schwarzen Masse geht in irgendeine andere Fraktion rein und damit verliere ich natürlich auch Lithium und Kobalt und andere Metalle, die da dran sind. Okay, also das habe ich nicht genau gesehen, aber auch bei Kobalt würde ja aus der Rechnung eine deutlich anspruchsvollere Zielvorstellung für die Verordnung folgen. Bei Kobalt steht in der Verordnung drin, als Zielwert, muss ich gucken, 90%. Ja. Und wenn Sie das durchmultiplizieren, die Recyclingrate ist ja das Produkt aus den 90% mal den 95%. Und da bin ich bei 85%. Na gut, aber Sie sind bei der Collection Rate halt auch sehr konservativ für die Autos, Batterien, weil außer die paar, die hoffentlich selten abfackeln, wird man die ja alle einsammeln können. Weil anders als kleine Alltagsbatterien kann man die ja nun schlecht irgendwo im Müll entsorgen, was leider Gottes noch viel zu oft passiert. Ich würde aber jetzt gerne Julia hören, was sie denn zu der ganzen Zieldebatte sagt. Wie sehen Sie das? Well, first of all, can I just say it's really great to hear from Yumiko that they can go to 85%. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass wir 85% erreichen können, da sagte Herrn Hagelücken, denn momentan steht in der Verordnung nur 70%. Und jetzt können wir wirklich sehen, dass Forschung, Pilote und auch die Unternehmen sagen, mehr ist möglich.
Aber 2021 sagt ein führendes Unternehmen schon, wir können bis 85% erreichen. Dann glaube ich, dass 2030 sehr viel mehr möglich sein wird, denn die Innovation ist da und wir haben herausragende Unternehmen in Europa. Herr Giegold, wenn ich darf, darf ich noch einen ganz kurzen Punkt ergänzen zu dem Punkt weniger Autos und weniger Batterien. Wir haben uns darauf jetzt nicht so konzentriert, weil wir sofort über die Batterieverordnung sprechen wollten, wie man die verbessern kann. Aber natürlich gehört das zum Gesamtbild und zum Hintergrund. Wir glauben natürlich in den Städten vor allem, dass wir viel, viel weniger Lieferwagen und Autos haben sollten in den Städten. Wir können uns auch autofreie Städte vorstellen, wo man entweder Autos mietet, teilt oder öffentliche Verkehrsmittel benutzt. Aber im ländlichen Raum, wo ich zum Beispiel wohne, ist ein Elektroauto möglicherweise die beste Lösung. Ist immer noch klein. Man kann natürlich das Auto dann teilen mit der ganzen Familie, nicht immer nur alleine drin sitzen. Aber es wird natürlich weiterhin erforderlich sein. Selbst ein elektrischer Bus braucht ja eine Batterie. Also Elektrotechnologie und Batterien darauf zu setzen und die Wertschöpfungskette in Europa, da werden wir sicherlich, das werden wir nicht bedauern. Das wird kein Fehler sein. Also weniger Batterien, ja, aber auch nachhaltig vor allem. Noch eine kurze Bemerkung, bevor wir denn morgen in der Presse lesen, dass Umicore 85% Lithium gewinnen kann. So weit sind wir noch nicht. Wir sind zuversichtlich, dass wir bis 2030 sowas in der Größenordnung zurückgewinnbar sein wird in den Prozessen, die wir jetzt entwickeln. Aber wir sind noch nicht so weit. Wir haben das noch nicht erreicht momentan. Wollte ich nur klarstellen. Und zu der anderen Frage. Ja, ist natürlich eine Diskussion über Elektromobilität. Wenn man jetzt jedes Verbrennungsauto 1:1 mit Elektroauto ersetzt, hat man die Welt eben nicht gerettet. Dann haben wir immer noch Staus und sehr viel Raum, den die Autos einnehmen und nicht produktive Ressourcen. Es geht natürlich auch um eine systemische Änderung und Verbesserung und Optimierung. Dass also private Autos besser genutzt werden, dass man die mehr mit anderen teilt. Und natürlich auch die Schließung der Lücken am Ende der Lebensdauer der Autos. Aber wenn wir stärkere Batterien haben, darf ich das kurz hinzufügen, und wenn man die soziale Akzeptanz hat, dann wäre es doch möglich, diese Weite, die Fahrtweite mit einer kleineren Batterie beizubehalten, dann hat man weniger Material in der Batterie. Aber das ist häufig nicht der Fall, dann wollen die Menschen immer mehr. Das heißt, wir fahren mit dem Fahrrad 5 Kilometer pro Tag pro Person. Aber wenn man dann Skifahren gehen will, dann braucht man ein großes Auto einmal im Jahr. Da braucht man es dann. Die Haltung muss man vielleicht noch ändern. Christina, es gab noch eine weitere Frage an Sie, die ich eingangs gelesen hatte. Da ging es um die Feststoff. Entschuldigung. Exactly. So, what was called here Salzwasser? Akkus, so this is sodium. Die Salzwasserakkus, um die ging es. Und die Frage war, das enthält ja keine seltenen Erden und sollte deswegen einfach zu recyceln sein. Und deswegen würde ich auch gerne etwas von Ihnen hören als Wissenschaftlerin, was diese Recycling-Zielzahlen angeht. Was ist da wirklich machbar? An realistischen Zielsetzungen, worauf sollten wir abzielen, damit die Innovation auch angetrieben wird? Das wünschen wir uns ja als Grüne, aber wir wollen jetzt auch keine verrückten Ziele aufnehmen in der Verordnung. Es muss schon erreichbar sein, aber es muss eben ehrgeizig sein. Das wollen wir. Wie sehen Sie das? Ja, das ist sehr interessant. Denn als Wissenschaftlerin versucht man natürlich, mit den Nicht-Kobalt-Materialien zu arbeiten, beziehungsweise Batterien ohne Kobalt zu ermöglichen. Und zum Teil kommen dabei sogar stärkere Batterien heraus. Aber
Das will man vielleicht gar nicht, denn es braucht ja auch ein Return on Investment beim Recycling. Also vielleicht möchte Herr Hagelücken ja auch noch mal etwas dazu sagen. Also da muss man immer ein Gleichgewicht finden. Und das Recycling von Lithium ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung, denn das ist ja ein eine Batterie oder ein Material, das da überall enthalten ist und überall verbaut ist. Und man möchte das eben als Rohstoff wieder haben in reiner Form, sodass man das wieder neu verarbeiten kann. Und ich habe den Prozess selbst mal durchgeführt und ich weiß, wie sauber, wie rein dieses Lithium sein muss, damit man damit wieder arbeiten kann. Ich glaube, Herr Hagelücken weiß da auch viel von. Und ja, bis 80% Recyclingquote bis 2030, das wollen wir mit unserer Initiative erreichen, aber das braucht eben auch viel Arbeit. Es gibt sehr viele interessante Ansätze, auch Konzepte von metallfreien Batterien natürlich, aber die haben leider oft nicht die Kapazität pro Volumen, die man für den Verkehr braucht. Aber für andere Anwendungen sind sie nutzbar und das kann ja auch von Bedeutung sein. Und ja, danke. An Julia gibt es noch eine offene Frage von Wolfgang Lobeck. Die Frage nämlich, ob wir mehr oder strengere Regeln dazu brauchen, um einfach den Energieverbrauch schlicht zu senken. Also beispielsweise Größenbeschränkungen für Autos. Wenn es die gäbe, dann könnten die Batterien natürlich auch kleiner sein oder eine größere Reichweite haben. Also, wie sieht es denn aus mit dem Ansatz von Transport and Environment hier? Setzen Sie sich auch für solche Einschränkungen ein? Ja, danke für diese Frage. Eins, was wir da tun können in Bezug auf zukünftige E-Autos, ist, dass wir Energieeffizienzanforderungen festlegen. Und das ist etwas, das beispielsweise auch in der Europäischen Kommission schon angedacht wurde. Dafür brauchen wir noch ein wenig mehr Zeit, denn es ist derzeit noch nicht klar, wie man das tatsächlich gesetzlich umsetzen kann. Aber ich glaube, das ist wichtig. Also Jayco I-Pace beispielsweise, der elektronische Autohammer, das ist einfach nicht effizient, so ein Riesenauto, auch wenn es elektrisch ist. Und insofern brauchen wir diese großen Beschränkungen. Das haben wir ja auch von dem Projekt 2030 gehört. Kapazität pro Volumen beziehungsweise optimierte Ressourcennutzung, Ressourceneffizienz. Also man kann ein kleines Auto bauen, das kann auch sehr effizient sein, aber da sind wir noch ein Stück weg. Also keine SUVs mehr in Luxemburg, dann könnten eure Banker und ganzen Finanzleute nicht mehr mit diesen großen Autos durch die Gegend fahren. Wäre das für euch eine Lösung? Also ich glaube tatsächlich, und da hat, glaube ich, Herr Lobeck total recht, wir brauchen eine richtige Mobilitätswende und Batterien ist wirklich nur ein Teil und über diesen Teil haben wir heute Abend sehr ausgiebig diskutiert. In Luxemburg haben wir Effizienz tatsächlich als Kriterium für Beihilfen eingeführt. Das heißt, für ein kleineres und wesentlich effizienteres, weil es ist nicht nur der Preis. Wir haben einfach gesagt, unter 18 kW gibt es die 8.000, darüber gibt es lediglich 3.000 Euro Beihilfe vom Staat. Wir haben das schon mal gestaffelt. Wir haben auch zum Beispiel jetzt Enddatum für Hybridautos. Für die gibt es übrigens nur noch 1.500. Das wollen wir ganz outphasen. Also das eine ist ja Anreize schaffen, dass die Leute sich kleine und effiziente Autos kaufen, weil wir haben bei diesem Einführen dieses Preises sehr viele Diskussionen gehabt, weswegen wir dieses Effizienzkriterium reinsetzen, weil es gibt ja auch kleine Autos, die viel mehr verbrauchen. Und genau das wollten wir in Luxemburg übrigens thematisieren, dass es eben nicht nur klein oder groß ist, sondern eben auch, wie effizient ist ein Auto, wie viel verbrauchen wir denn wirklich pro 100 Kilometer. Das ist die eine Diskussion, aber die andere, die dahinter, das ist jetzt Elektroauto, aber es ist halt tatsächlich völlig richtig, wir werden unsere Staus nicht verringern in den Städten, die uns nerven, jeden Tag und Lebensqualität kosten, indem wir ein Auto durch ein anderes Auto ersetzen, sondern wir müssen wirklich eine Mobilitätswende hinbekommen. Wir investieren in Luxemburg seit Jahren 2/3 der öffentlichen Gelder in öffentlichen Transportausbau, Tram, den gab es vorher nicht in Luxemburg, in die Zugstrecken, damit die Leute auch überhaupt erstmal eine Wahl bekommen, auch im ländlichen Raum. Das ganze Bussystem wird umgestellt und wir möchten auf 100%
emissionsfrei bis 2030. Und dann gibt es eben die Fördermittel und die haben wir eben auch für zum Beispiel Fahrräder, wo es seit Jahren jetzt, seit 3 Jahren mittlerweile auch aktive Unterstützung sowohl für Elektrofahrräder als auch für normale Fahrräder gibt, für Erwachsene und Kinder. Weil wenn wir möchten, dass viel mehr Bewegung stattfindet, über sanfte Mobilität zu Fuß gehen, die paar Kilometer, dass wir Multimodalität wirklich auch bekommen. Das nennen wir bei uns jetzt so, dass man Teil der Strecke zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Bus oder Zug fährt, weil das ist das, was wir brauchen, dann müssen wir wirklich weitreichender arbeiten. Wir müssen wirklich Enddaten setzen für Verbrennerautos und wir brauchen auch konkret auf europäischer Ebene, gerade im Bereich der Mobilität, des Transportes, ganz couragierte Gesetzgebungen. Und da müssen wir uns auch in Hinsicht auf Elektromobilität, die wir jetzt erst lancieren, in Zukunft sehr, sehr viele Gedanken machen. Aber jetzt im Moment ist, glaube ich, die Hauptsache, dass wir auch Vertrauen schaffen, dass wir jetzt eine nachhaltige Batterienrichtlinie bekommen, die auch Nachhaltigkeit wirklich ernst nimmt, weil wir müssen halt aufpassen, dass wir eben nicht ein Problem durch ein anderes ersetzen. Von daher ganzheitlicher Ansatz, das übersteigt aber heute die Diskussion am Abend. Deswegen bin ich in meinem Referat da überhaupt nicht drauf eingegangen, was wir da alles in den letzten Jahren in die Wege gebracht haben. Ja, da habe ich ja ins richtige Nest gestochen und da kam ja jede Menge Substanz heraus, großartig. Und ja, die Zeit neigt sich zum Ende. Es gibt noch eine Frage, von der ich weiß, dass das in Deutschland total viele Leute umtreibt. Und deshalb habe ich auch eine Folie vorbereitet dazu, die ich lustigerweise Transport and Environment geklaut habe. Und vielleicht will Julia darauf dann auch nochmal eingehen. Und zwar die Frage, was soll das eigentlich, ich sage das mal so ein bisschen flapsig, mit den ganzen Batterien, ist es denn nicht viel besser, wenn wir auf Brennstoffzellen setzen, gehört Batterien eigentlich die Zukunft? Und ich kann nur sagen, mich hat diese Präsentation sehr fasziniert und die werde ich jetzt einmal einblenden, dachte ich eigentlich. So, hier, zack. Und dann, vielleicht hat Julia vor, dazu was zu sagen. Aber du darfst es auch gerne sagen, dass die Folie völlig falsch ist und ich sie bitte nicht mehr verwenden soll. Aber bitte, Julia, wenn du da eine Meinung hast. Ich bin übrigens Sven auf Englisch und auf Deutsch bei, aber muss nicht sein. Christina und ich da in Schweden duzen sich sowieso alle. Ja, bitteschön. Yes, absolutely. Thanks a lot for sharing. Ja, da würde ich gern was zu sagen. Super, dass die Folie hier aufgerufen wurde. Also das zeigt uns nämlich wirklich, wie es mit den Autos aussieht, dass die optimalste Technologie die direkte Elektrifizierung ist. Es gab ja auch viele Fragen im Chat. Das scheint ja wirklich eine deutsche Frage zu sein, dieses ganze Thema. Dekarbonisierung des Brennstoffs. Carbonneutrale synthetische Brennstoffe beispielsweise mit erneuerbaren Energien ist da etwas, was da angesprochen wurde. Also um ehrlich zu sein, theoretisch ist das alles möglich. Aber erstens, es gibt diese Brennstoffe noch nicht. Vielleicht werden wir bis 2030 einen gewissen Anteil dieser Brennstoffe haben. Aber dann können wir sie mit Sicherheit nicht auf Autos verschwenden, denn wir brauchen sie für die Stahlindustrie, wir brauchen sie für die Luftfahrt und so weiter und so fort. Also für Autos, wenn es da überhaupt eine Möglichkeit gibt, werden wir da andere Technologien nutzen müssen und das sollten dann die effizientesten sein. Wir müssen da auf Erneuerbare setzen, um null Emissionen zu erreichen und eben effizienteste Lösungen, effizienteste Autos, LKWs und so weiter entwickeln. Und das liegt daran, dass die Autos ja keine grünen Elektronen aus anderen Branchen stehlen können. Wenn wir diese ganzen grünen Treibstoffe für die Autos nutzen, dann ist das schlicht an sich nicht effizient, weil wir das Ganze für andere Bereiche viel dringender brauchen. Ja, das war doch wirklich mal klar und deutlich. Of course, all the presentations und we will
Ich kann im Übrigen noch sagen, dass ich alle Präsentationen später noch auf dem Blog zur Verfügung stellen werde, wenn das für alle Redner und Panelisten hier in Ordnung ist. Und diese hervorragende Folie, die ich jetzt zuletzt noch gezeigt habe, werde ich dann auch reinsetzen. Insgesamt über 360 Fragen und Anmerkungen haben wir versucht zu bearbeiten. Ich sehe nur gerade den Kollegen Rex Rohrt von PowerShift hier auf Twitter dazu. Das lohnt sich übrigens auch immer, PowerShift zu folgen, was die zu dem Thema sagen. Also jedenfalls, ich würde vielleicht gerne jetzt das Ganze abrunden und Folgendes sagen. Also zum einen, dieses ganze Thema wird uns jetzt schwer beschäftigen im Europaparlament. Der Industrieausschuss wird seine Position jetzt schon relativ bald verhandeln. Aber deutlich wichtiger ist, was danach im Binnenmarktausschuss und im Umweltausschuss passiert. Für manche Bereiche hat der Binnenmarktausschuss exklusive Kompetenz. Da wird meine Kollegin Anna Cavazzini, die auch die Vorsitzende des Ausschusses ist, für die Grünen verhandeln. Und die haben die Federführung bei diesen ganzen Fragen nach Verantwortung der Hersteller und über die gesamte Produktionskette. Also die Fragen, die ja aufgeworfen worden sind, welche Standards gelten über die gesamte Produktionskette, wie sichern wir, dass die heutige Praxis beim Rohstoffabbau und bei der Verarbeitung im Bereich der Menschenrechtsverletzung, der Naturzerstörung, dass das aufhört. Das wird federführend im Binnenmarktausschuss verhandelt. Dagegen setzt der Umweltausschuss sich auseinander, welche Technologien, welche Recyclingziele, in welchem Zeitraum und viele andere Fragen auch. Zudem geht es bei der Batterieverordnung nicht nur um die Elektromobilität, sondern auch zum Beispiel über die kleinen Alltagszellen, die wir haben. Also es geht im Grunde um alle Batterietypen. Und auch in dem Bereich bin ich über Hinweise sehr dankbar, weil mich da doch so einige Dinge wundern. Warum haben wir für alle möglichen Produkte Energieeffizienzlabels, aber für die kleinen Alltagsbatterien eigentlich nicht? Und mich erstaunt auch immer wieder, wie schlecht man eigentlich als Verbraucherin oder Verbraucher informiert wird, wenn man dafür Geld ausgibt, wie viel Qualität ich eigentlich bekomme. Und auch da müssen wir uns natürlich mit den Inhaltsstoffen, dem Recycling und so auseinandersetzen. Also es geht nicht nur um den Bereich der Elektromobilität. Und auf eines können sich alle verlassen. Für uns Grüne bedeutet Verkehrswende nie die Umstellung der bisherigen Verkehrssysteme auf Elektroautos. Das ist völlig klar. Aber Elektroautos sind ein Teil der Lösung. Sie sind aber nicht die Lösung. Und ich persönlich habe selbst gar kein Auto. Ich habe auch nicht vor, das noch zu ändern. Ich hatte auch noch nie eins. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich persönlich das gebrauchen sollte. Andere Leute brauchen die Dinger und das ist alles wunderbar. Aber wir müssen ein Verkehrssystem schaffen, das mit weniger Autos auskommt und dass die Autos, die wir benutzen, so ökologisch wie möglich macht, so stark teilt wie möglich. Das bleibt alles Teil grüner Verkehrspolitik. Aber was ich auch sagen muss ist, und das habe ich am Anfang schon angedeutet, es hat sich für mich auch hier nochmal in den vielen Argumenten bestätigt. Es ist wirklich komisch, dass wenn es um dieses Thema der Regulierung der Batterien geht und der Elektroautos, wir so viel schärfer hingucken als bei anderen Produkten. Da gibt es offensichtlich eine unterschiedliche Wahrnehmung. Man sieht, wie große Beliebtheit die Videos auf YouTube haben, die sich kritisch mit Autobatterien für die Elektrifizierung auseinandersetzen, dann ist das ja schon komisch. Und das zeigt eben, Julia hat das so freundlich gesagt, das sei ein German Issue. Ja, und das stimmt auch, weil in Deutschland eben ganz besonders große wirtschaftliche Interessen auch am Verbrennungsstrang des Automobils hängen und wir eben relativ schwere Automobile herstellen, die schwerer elektrifizierbar sind als kleinere Autos. Und das ist eine Tatsache, mit der wir uns beschäftigen müssen. Und gleichzeitig glaube ich, dass in diesem ganzen Prozess enorme wirtschaftliche Chancen liegen,
wenn wir sie denn ergreifen wollen. Und das ist hier auch von allen in unterschiedlicher Weise gesagt worden. Wir können die Ressourcen im Kreislauf führen. Wir können dafür sorgen, dass wir hohe soziale und ökologische Standards haben, die andere Teile der Welt sich auch wünschen. Und wir können das Beste an unserer Forschung nutzen, um möglichst bald zu Batterietypen zu kommen, die umweltfreundlicher sind, als was wir heute haben, wissend, dass schon jetzt die Technik besser ist, als was wir im Verbrennungsmotor verwenden. Und gleichzeitig gilt dieses ganze Thema der Verantwortung für Menschenrechte und Natur für alle Produkte. Und deshalb kämpfen wir Grünen auch für verbindliche Lieferkettenstandards, sowohl in Deutschland wie auch in Europa. Und zwar im Grundsatz erstmal für alle Produkte, die da sensibel sind und nicht nur für das Thema Batterien, sondern das gilt eben umfassend. So, wir freuen uns auf alle Hinweise von Ihnen und euch für die weitere Gesetzgebung. Ich vermute, bei Carol ist das genau das Gleiche. Wir wollen zuhören bei dieser ganzen Gesetzgebung, von der Wissenschaft lernen, von der Wirtschaft lernen, von NGOs lernen, daraus das Beste nehmen. Und alle, die sich Sorgen machen, natürlich werden wir uns dabei daran orientieren, was machbar ist, aber anspruchsvoll bleiben, um die ganze Sache nach vorne zu treiben. Und natürlich müssen wir dann um Mehrheiten ringen, das werden wir machen. Aber so einfach werden wir jetzt alle nicht davonkommen lassen. Und ich habe ja schon angedeutet, dass wir Grünen auch den Eindruck hatten, man hätte bei den Targets, bei den Zielsetzungen ein bisschen anspruchsvoller sein können. Und da war die Kommission vielleicht noch nicht anspruchsvoll genug. Aber wir haben bis Oktober Zeit mit unseren Änderungsanträgen. Wir arbeiten daran. Ich bin sicher, dieses Webinar hat gezeigt, welch großes öffentliches Interesse es daran gibt. Ich danke Ihnen und euch, dass ihr da mitgemacht habt und wünsche alles, alles Gute, viel Erfolg bei Forschung, bei Pilotprojekten und Umsetzungen der Wirtschaft, bei der Begleitung der Politik durch die NGOs und dir in Luxemburg alles Gute, damit in Luxemburg irgendwann mal die Straßen nicht mehr so verstopft sind. Das wünschen wir uns auch für viele deutsche Städte. Und weil ich finde, überall in Europa haben die Leute ein Recht auf gute Luft. Und das sollten wir nicht vergessen, dass ein ganz großer Vorteil der Umstellung ist, dass wir viele der Hunderttausenden von Toten, die wir jedes Jahr vorzeitig haben durch Luftverschmutzung, dass wir das reduzieren können, gerade in den Innenstädten. Und ich finde, das alleine sollte uns schon vieles wert sein. Ja, tschüss, alles Gute. Und bis dann und bis zum nächsten Mal. Ich danke allen, die mitgemacht haben, den ÜbersetzerInnen, den MitarbeiterInnen, die hier im Hintergrund waren, Yannick, Dr. Max und alle anderen. Und tschüss an die gesamte Community und bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss.